im Krug. Ja, das tut man aber nicht. Ich weiß, ich hab sie so schrecklich eilig. Du, ich muss los. Und verrat sich deiner Mama. Aber nur, wenn du mich wieder mitnimmst. Also erstens, meine Kleine, ist das Erpressung. Und ich glaube, das mag deine Mama noch weniger als trinken aus dem Krug. Und zweitens habe ich dir gesagt, in den Ferien kannst du mal wieder mit. Und drittens will ich das sowieso nicht. Das wisst ihr beide sehr gut. Ach, Schwesterherz, wir haben doch nur mal so geredet, rein theoretisch. Und praktisch habe ich nicht vergessen, dass Gitter letztes Jahr über Bord gegangen ist. Sowas soll nie wieder vorkommen. Sie hatte doch eine Schwimmweste an. Paula hat mich doch wieder rausgeholt. Wenn du dir endlich eine Hilfe leisten könntest und nicht immer alles alleine machen müsstest, dann könnte man noch mal drüber reden. Aber so, ah. Na, in 3, 4 Jahren vielleicht, Kleine. Okay? Ich muss jetzt los. Euch noch einen wunderschönen Tag. Bis später. Ich dachte, du verstehst mich. Tue ich doch auch. Aber ich bin kein Baby mehr. Aber du bist meine Einzige. Und ich will einfach nicht, dass dir was passiert. Hey, Linda. Hi, Paula. Hey. Hey. Alles gut? Na, wie immer. Du bist spät dran, wie immer. Verschlafen, ich weiß, das gehört sich nicht für einen Fischer. Aber ich kann mich einfach so schlecht als früh aufstehen gewöhnen. Hättest ja weiter im Hotel arbeiten können, hättest später aufstehen können. Ja klar, das wäre aber auch der einzige Vorteil gewesen. Hätte ich weiter diese Büroarbeit machen müssen. Ach, das weißt du doch. Ja, ja. Also, bis später, mein Mädchen. Und guten Fang wünsche ich dir. Danke, bis später, Hannes. Wir sind schon spät dran, komm weiter. Ja, gleich. Ich will Ihnen nur noch schnell den Klee geben. Den mögen Sie. Die haben auch Klee auf der Weide. Jetzt komm, sonst bist du wieder zu spät. Hey, meine Hübsche, ich komme heute Mittag wieder, okay? Hey, Gunnar. Gitter. Na, ihr zwei? Grüß dich, Gunnar. Kommt, ich nehme euch mit. Wir packen die Räder hinten in den Kofferraum. Oh, ist nicht nötig, wir sind doch schon fast da. Ich will aber mit Gunnar fahren. Gitter. Was macht das Kälbchen und wie geht's Babs? Wenn du willst, kannst du nach der Schule vorbeikommen, es dir ansehen. Du kannst sie dann abholen. Ich koche uns was Feines und danach spielen wir was. Oder wir machen uns einfach einen netten Abend. Gunnar, ich habe einen Job. Vor 11 bin ich nicht zu Hause. Wieso tust du immer, als wüsstest du das nicht? Vielleicht, weil es mir anders lieber wäre. Gib deinen Job auf und ihr beide zieht zu mir. Und alles wäre viel einfacher. Mhm, genug Unsinn geredet für heute, Gitter. Wir müssen wirklich weiter. Tut mir leid. War wohl blöd von mir. Oh, ist schon okay. Los, Gitter. Bis dann, Luna. Ich komme heute aber schon noch bei dir vorbei, ja? Thank you.
Wer war das? Keine Ahnung. Ich kenne sie nicht. Wann sind wir denn in Holmsund? Dauert nicht mehr lange. Also ich verstehe ja nicht, warum es ausgerechnet Holmsund sein muss. Du hättest die Segel sicher auch in Stockholm bekommen. Kann sein. Aber meine Familie hat seit jeher ihre Segel bei Peter Larsen in Holmsund machen lassen und sie sind hervorragend. Ist ja auch egal. Wo hast du dich eigentlich schon entschieden? Was wir nächsten Winter anbieten? Karibik oder Neuseeland? Ich weiß es noch nicht, aber Neuseeland wäre schon mal wieder spannend. Mir ist es eigentlich egal. Du musst dich nur endlich entscheiden. Die Prospekte hätten vorgestern in Druck gehen sollen. Keine Panik. Alles wird gut. Du hast Zeit, bis wir in Holmsund sind. Ich fahre dann sofort nach Stockholm und regle alles. Ich nehme die beiden. Okay. Einmal. Henning. Hey. Die sehen ja gut aus, die Sachen. Du musst mal wieder deine Tomatensuppe machen, Nils. Stimmt, ja. Wenn du mich brauchst, Agneta, ich bin... In der Küche, ich weiß. Hey. Hey, Agneta. Ist nicht viel heute. Macht nichts, weniger Briefe sind weniger Rechnungen. Na dann, bis morgen. Hier bei Ihnen. Ja. Wo kommt ihr her? Aus Kopenhagen. Unser letzter Cruise ging von der Ägäis über Sizilien nach Porto. Ah, ihr fahrt Touristen. Luxussegelturns. Sehr beliebt. Hannes? Kennst du mich noch? Matthias, natürlich. Na, arbeitest du immer noch bei deiner Mutter? Oh Gott, nein. Das ist nichts für mich. Büro von morgens bis abends. Ich habe was anderes aufgebaut. Segelturns, habt davon gehört und das geht? Sehr gut sogar. Vor allem, es macht Spaß. So, ich werde dann mal sehen, dass ich meinen Zug erwische. Ich rufe dich dann an, ja? Okay, bis dann. Und du bist sicher, dass du nicht nach Stockholm kommen möchtest? Du könntest mich abholen. Ich fahr doch lieber mit dem Zug, okay? Wiedersehen. Wiedersehen. Hübsch, deine Freundin. Sie ist nicht meine Freundin. Natürlich nicht. Ihr fahrt nur zusammen über die Weltmeere. Wie geht's denn deiner Mutter? Gut, hoffe ich. Wir haben nicht sehr viel Kontakt. Mhm. Und es gefällt dir, dass du lieber Kapitän spielst, als ihre Firma zu übernehmen? Die Firma ist ihr Ding. Die Schiffe sind meins. Mama, was gibt's nicht? Niklasson, kennen wir die? Ganz und gar nicht. Und was wollen die denn von uns? Nichts, nur unser Hotel kaufen. Was? War gar nicht gut. Hat vor einer halben Stunde angefangen. Plötzlich hat er gestottert, dann kurz ausgesetzt. Ich habe ihn gerade noch mal eben angekriegt. Aber jetzt läuft er nur noch mit halber Kraft. Guter Fang. Ja. Wenigstens etwas. Soll ich mir den Motor mal anschauen? Ja. Das wäre toll.
Hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Eine kostspielige Reparatur ist momentan das Letzte, was ich gebrauchen kann. Ach, Frauen, dass ihr immer gleich an das Schlimmste denken müsst. Oh, Mist, verdammt, da können Sie nicht gucken. Ich hab Sie nicht kommen. Hey, das sind doch der mit der tollen Yacht. Tut mir leid, dass ich Sie angefaucht habe. Ich sah meinen Fisch schon einen Moment lang auf dem Boden. Die Fischerin, was für ein Zufall. Und? War es ein guter Fang? Was fangen Sie hauptsächlich? Ach, eigentlich alles, was ins Netz geht. So Forellen, mein Schollen, also ich... Was machen Sie denn hier in Holmsund? Peter Larsson ist mein Segelmacher. Diese Fische da, verkaufen Sie die auch? Nein, ich fange sie nur zu meinem Vergnügen. Natürlich verkaufe ich sie, davon lebe ich. Würden Sie mir einen verkaufen? Sie wollen einen Fisch kaufen? Mhm. Und was wollen Sie damit machen? Zur Erinnerung mich ausstopfen lassen? Mhm. Kochen, braten? Sagen Sie nur, Ihre Bikini-Freundin ist ein Küchenwunder. Meine Bikini? Nein, das Küchenwunder bin ich. Wollen Sie es nicht mal testen? Warum eigentlich nicht? Sie können mich ja mal einladen. Dazu müsste ich Ihren Namen wissen. Und Ihr Telefon. Ich bin Paula. Und Sie finden mich im Hafen. Mhm. So, jetzt muss ich aber los, sonst wird mein Fisch noch schlecht. Ja. Bis dann. Bis dann. Danke für den Fisch. Hey, Paula. Hey. Hey, Agneta. Das war ein super Fang heute. Unsere Gäste werden begeistert sein. Du bist ja ganz blass. Was ist los? Hier. Was ist das? Ein Liebesbrief? Lies. Die spinnen ja. Du, ich habe ein paar Forellen gefangen. Hast du die Zahl gelesen? Hier. Ja, klar. Das ist eine Menge Geld. Davon könnte man eine sichere Existenz aufbauen. Du hast doch eine sichere Existenz. Das Hotel ist deine sichere Existenz. Und meine auch, falls du es vergessen haben solltest. Ich könnte einen normalen Job machen mit normalen Arbeitszeiten. Müsste nicht jeden Monat befürchten, dass wir pleite gehen. Hey, das müssen wir doch nur jeden zweiten Monat. Aki, was ist denn los? Da winkt einer mit ein bisschen Kohle und schon stellst du alles in Frage? Das ist nicht ein bisschen Kohle. Das ist absoluter Quatsch. Das Hotel gehört zu unserem Leben. Hey, wir haben doch abgemacht, dass wir es nicht verkaufen werden. Niemals. Ich meine, dann wäre doch Papas Arbeit umsonst gewesen und die von Großvater Stefan auch. Du hast gut reden. Du bist auf dein Schiff abgehauen. Mit deiner Unterstützung, wenn ich dich daran erinnern darf. Du hast mich sogar bestärkt, die Lotte zurückzukaufen. Ich weiß ja. Ist ja auch okay. Nur irgendwie ist es zurzeit ein bisschen mühsam. Ach, komm, hör doch auf. Ein bisschen mühsam. Es ist Arbeit, ja, aber es macht auch Spaß. Agneta, jetzt hör mir mal zu. An einen Verkauf wird überhaupt gar nicht gedacht. Eher expandieren wir. Ja, das ist es überhaupt. Moment mal. Hallo? Hannes? Was? Oh nein, bitte nicht. Das kann nicht sein, Hannes. Sag, dass das nur ein Scherz war. Mit sowas mache ich keine Scherze. Tut mir leid. Der Motor ist hinüber. Aber er läuft doch noch. Nicht mehr lange. Ich denke mal, alle Lager sind durch. Die kann man doch ersetzen. Lohnt sich nicht. Kostet mehr als ein neuer Motor. Mist, verdammter, was mache ich denn jetzt? Wir haben einen Freund in Stockholm. Der hat einen Sohn, der hat eine kleine Werkstatt. Und der hat vielleicht einen guten gebrauchten Motor. Am besten, ich verkauf den Kahn. Blödsinn. Was willst du denn machen ohne deine Lotta? Keine Ahnung, vielleicht zurück ins Büro? Ich muss den restlichen Fisch ausliefern. Ich rufe inzwischen meinen Freund in Stockholm an.
schon wieder. Ich scheine heute wirklich blind zu sein. Und wieder Entschuldigung. Tut's weh? Nein, überhaupt nicht. Schade. Was? Naja, wenn es wehgetan hätte, dann hätte ich was wieder gut zu machen. Vielleicht würden Sie sich ja dann zum Essen einladen lassen. Heute nicht. Wann dann? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich gerade den Kopf frei habe für sowas. Das ist so süß. Hast du ihm schon einen Namen gegeben? Ich habe schon hunderten von Kühen einen Namen gegeben. Mir fällt langsam nichts mehr ein. Hast du vielleicht eine Idee? Es hat Augen wie meine erste Puppe. Die hieß Clara. Können wir es Clara nennen? Von mir aus. Und wie gefällt dir der Name? Lara. Oh, ich wünschte, ich könnte es mit nach Hause nehmen. Agneta würde sich freuen. Sie ihrem ganzen anderen Stress noch eine Kuh im Haus. Dann müssen wir eben zu dir ziehen. Von mir aus. Du weißt, wie sehr mich das freuen würde. Gunnar Omberg? Agneta? Ja, sie war kurz hier. Sie ist aber schon wieder auf dem Weg nach Hause, wegen der Hausaufgaben, hat sie gesagt. Aber sag mal, was ich fragen wollte. Wie sieht's denn am Wochenende aus? Wir können baden gehen und grillen. Und danach ins Kino. Natürlich, wenn du keine Zeit hast. Schade. Du weißt, ich will dich nicht drängen, aber... Ja. Bis dann, Agneta. Hey, Schwester. Jetzt geht er schon im Bett. Schläft wie ein Murmeltier. Und? Wie war dein Tag noch? Oh, wie immer, stressig. Ich meine, so ist es doch. Eigentlich läuft's gut. Aber ich bin am Abend immer dermaßen fertig, dass ich mich manchmal frage, soll das wirklich für den Rest meines Lebens so weitergehen? Oh, ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir das Hotel doch verkaufen. Blödsinn! Es ist im Hotel wie auf dem Schiff. Wir müssen dahin kommen, dass wir uns ein paar mehr Leute leisten können. Du bist ja nur deswegen so erschöpft, weil du alles alleine machst. Wir können ja schon Nils und Erika kaum bezahlen. Vielleicht haben wir uns einfach übernommen. Ach, oh, danke. Das Hotel und das Schiff. Meine Güte, Agi. Bloß weil da einer mit so einem Angebot daherkommt, kannst du doch nicht dein ganzes Leben in Frage stellen. Du liebst das Hotel doch. Es war immer dein Traum, es eines Tages zu übernehmen. Und es ist so ein tolles, kleines und hübsches Hotel. Wir müssen nur ein bisschen durchhalten. Dann wird es eines Tages ein Geheimtipp und eine Goldgrube. Hast ja recht. Manchmal frage ich mich wirklich, warum ich es mir so schwer mache. Ich müsste einfach nur Gunnar heiraten und ich hätte das schönste Leben. Und warum tust du es nicht endlich? Er liebt dich. Und Gitter. Außerdem ist er nett und so aufmerksam. Ja, und er würde mir die Luft zum Atmen nehmen. Müsste zu ihm ziehen, das Hotel aufgeben, immer nur für ihn da sein. Ach, hat er das gesagt? Das ist doch klar. Er braucht eine Frau an seiner Seite. Und da komme ich ihm gerade recht. Wann hörst du endlich auf, den Männern zu misstrauen? Es sind nicht alle so wie damals Erik. Ich frage mich, wie du da so sicher sein kannst. Ich bin nur eine Müde, lass uns schlafen gehen. Agneta? Diese Firma Niklasson, was will die eigentlich mit unserem Hotel? Die stellen doch Fischkonserven her. Nils hat sich umgehört. Die planen hier, ihre neue Firmenzentrale zu bauen. In Holmsund? Warum das denn? Ja? Mutter,
Wie geht's dir? Was kann ich für dich tun? Morgen? Nein, ich hatte eigentlich nicht vor, nach Stockholm zu... Okay, wenn es so wichtig ist. Gut, wir sehen uns dann morgen. Bis dann, gute Nacht. Ich habe das Kälbchen Clara genannt. Es ist so süß. Das kann ich mir vorstellen. Jetzt schlaf gut, Süße. Du musst es dir ansehen, ja. Wenn ich mal Zeit hab. Träum was Schönes. Mama. Ja? Warum heiratest du Gunnar eigentlich nicht? Findest du nicht, dass das meine Sache ist? Nein. Ich mag ihn. Und ich will, dass wir zu ihm ziehen. Er hat uns lieb. Ich habe keine Lust, jetzt mitten in der Nacht darüber zu reden. Uns geht's doch gut hier mit Paula. Ich wüsste nicht, warum wir das ändern sollten. Gute Nacht, Schatz. Matthias! Hallo. Gut siehst du aus. Hey, lange nicht gesehen. Matthias, geht's gut? Alles klar. Hallo Matthias, gut, dass Sie da sind. Hallo Sven. Was ist los? Warum will sie mich so dringend sehen? Ist wirklich sehr wichtig, aber das soll sie Ihnen selber sagen. Okay. Ja? Frau Niklasson, Matthias ist da. Mama? Hallo, Matthias. Du siehst gut aus. Ach, der Schein trügt. Willst du einen Kaffee? Gern. Ich mach das schon. Danke, dass du sofort gekommen bist. Ich weiß, dass dir das nicht leicht gefallen ist. Nun, dir ist es bestimmt auch nicht leicht gefallen, mich anzurufen. Also, Mama? Was ist so dringend, dass du über deinen Schatten gesprungen bist? Ich brauche deine Hilfe, Matthias. Ich bin ziemlich erschöpft in letzter Zeit. Burnout-Syndrom nennt man das wohl. Jedenfalls, mein Arzt sagt, so gehe es nicht weiter. Er will, dass ich ein paar Wochen ausspanne. Du brauchst Urlaub, was hat das mit mir zu tun? Ich meine, du bist die Chefin. Du wirst dir wohl erlauben können, eine Weile wegzufahren. Wenn Peter Glaser, mein Geschäftsführer, noch da wäre, kein Problem. Peter ist nicht mehr da. Hat ein gutes Angebot aus Italien. Wie auch immer, Ilse, meine beste Freundin, du erinnerst dich an sie? Hat eine vierwöchige Jeep-Tour durch das australische Outback gebucht. So weit weg von jedem möglich. Kein Radio, kein Fernsehen, nichts. Ich fürchte, ich werde das machen müssen. Und ich? Ja. Du sollst mich vertreten. Ja. Ich bitte dich herzlich darum, Matthias, tu mir den Gefallen. Es sind nur 4 Wochen. Würdest du das für mich tun? Und du bist sicher, dass ich das könnte? Ich bin so lange raus aus der Firma. Wenn ich einen anderen wüsste, hätte ich ihn gefragt. Ich... Also gut, ich mach's. 4 Wochen und keinen Tag länger. Natürlich nicht. Denkst du, ich würde es länger als 4 Wochen aushalten, von hier weg zu sein? Wir haben Glück, Sven. Matthias ist bereit, uns zu helfen. Das ist gut zu hören. Sehr gut ist das. Also dann, lass uns über die Dinge reden, die wichtig sind. Ich habe alle Unterlagen schon vorbereiten lassen. Du musst wissen, wie wir gerade stehen und Wann willst du fliegen? Danke.
Ilse hat den Nachtflug nach Sydney gebucht. Heute Nacht. Du warst ja anscheinend ziemlich sicher, dass ich zusagen würde. Ehrlich gesagt gar nicht. Allerdings, ich habe es gehofft. Diese Firma wird schließlich einmal dir gehören. Lass uns gleich anfangen. Ich habe dir eine Menge zu erklären. Danke. Silke, ich bin's. Ich bin hier in Stockholm. Es gibt eine Änderung. Ich werde eine Weile hier bleiben müssen. Meine Mutter ist krank. Sie braucht meine Hilfe. Du wirst dich allein um die Segelturns kümmern müssen. Nein, es geht nicht anders. Gut, wir sprechen später drüber. Bis dann. Hey, Lars! Hey! Kannst du mich zu dem Boot da bringen? Ja. Hallo. Was machen Sie denn hier? Was machen Sie denn hier? Mein Motor ist im Eimer. Ja, das sehe ich. Ja, ich bin auf dem Weg zu Henna Wollminger, hat einen neuen für mich. Kann ich mitkommen? Ja, klar. Ich freue mich. Hannes hatte recht. Da ist nichts mehr zu machen. Aber du hast Glück. Ich habe was Passendes für dich. 5 Jahre alt und top in Schuss. Wenn du willst, baue ich ihn dir noch heute ein. Und was kostet mich das? Keine Sorge, ich mache dir einen guten Preis. Hannes Freunde sind auch meine Freunde. Ich brauche so 4 bis 5 Stunden, dann kannst du wieder losfahren. Okay, dann mach das. Belle, Arbeit! Komm, wir gehen was essen. Du siehst aus, als hättest du nicht mal gefrühstückt. Na komm schon, oder willst du hier 5 Stunden rumstehen und warten? Okay. Aber bevor wir was essen, möchte ich mir was ansehen. Und du sagst mir, warum du in Stockholm bist. Ja. Sie ist so beeindruckend. Mhm. Auf so einem Schiff wäre ich gern gefahren. Aber nicht auf der Vasa. Schließlich ist sie bei der Jungfernfahrt gesunken. Ja, ein bisschen größenwahnsinnig waren sie damals schon, das stimmt. Aber sieh dir doch nur mal an, wie sie gebaut ist. Diese Form, so elegant und schwungvoll. Das letzte Mal war ich auf einem Schulausflug hier. Damals habe ich nächtelang von der Vasa geträumt. Ich war ein Matrose da oben. Matrose? Im 17. Jahrhundert standen die Frauen hinterm Herd. Denn die Welt hinaus sind nur Männer gefahren. Es war ja auch nur ein Traum. Und da war ich die Königin der Meere. Das bist du auch heute. Ja, klar. Auf meiner alten Lotte mit dem kaputten Motor. Es kommt nicht darauf an, auf welchem Schiff man fährt, sondern wer am Steuer steht. Endlich. Er knurrt schon seit Stunden, der Magen. Hier? Mhm. Schön.
Wunderschön. Weißt du, dass du meinen Tag gerettet hast? Und du meinen. Wieso bist du eigentlich wirklich hier? Ich meine, du hast doch nicht gewusst, dass ich hierher komme. Geschäftlich. Ich habe hier was zu erledigen. Da bist du ja, Paula. Ist alles wieder okay? Der Motor ist drin. Du kannst wieder fahren. Super. Hast du die Rechnung? Überweise es einfach bei Gelegenheit. Danke. Na dann, gute Fahrt. Und wenn wieder mal was ist, komm einfach vorbei. Okay. Bis dann, Henna. Mach's gut. Also, ich muss dann jetzt los. Es war wunderschön mit dir. Sehen wir uns wieder? Ja. Wann? Ich rufe dich an, sobald es geht. Geht's nicht früher? Doch, bestimmt. Ich glaube, ich vermisse dich jetzt schon. Dann werde ich mal gehen. Ich denke, über das Wichtigste haben wir geredet. Viel Spaß, Mutter. Pass auf dich auf und erhol dich gut. Ich hoffe, ich kann das. Wenn man bedenkt, das ist mein erster Urlaub seit, ich glaube, seit 10 Jahren. Und ich weiß gar nicht, ob mir das so gut tut. Ich habe die Firma noch nie allein. Geh jetzt, sonst verpasst du deinen Flieger. Es wird schon nichts passieren. Aber du warst so lange nicht... Mutter, geh. Ich krieg das hin. Ja. Und wenn ich eine Frage habe, Sven ist ja auch noch da. Ihr Fahrer wartet, Frau Niklasson. Ich danke dir. Bis in 4 Wochen. Gute Reise. Vielleicht kann ich ja doch mein Handy... Ich habe mich erkundigt. Keine Chance. Es gibt kein Netz im Outback. Gute Reise, Frau Niklasson. Danke. Ja. Ich sehe, Sie haben einiges besprochen. Sind Sie auch dazu gekommen? Was ist das? Die Pläne für die neue Firmenzentrale. Sie wird in einem kleinen Ort stehen. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Holmsund. Hey Paula, wieder alles okay mit dem Schiff? Alles okay, alles super okay. Was ist los? Du strahlst ja nicht so, weil du einen neuen Motor bekommen hast. Was ist passiert? Hast du in der Lotterie gewonnen? Fast. Was ist toller als ein Haufen Geld? Puh, ich habe keine Ahnung. Ach, typisch du. Ich sag's dir, es gibt was viel Tolleres. Hast du dich verknallt? Also verknallt würde ich nicht sagen. Aki, ich hab mich verliebt in einen super süßen Mann. Er ist einfach umwerfend, er ist unglaublich, er ist gut aussehend, charmant, einfach alles. Wie, du fährst für einen Tag nach Stockholm und lernst Mr. Wright kennen? Tja, das gibt's doch gar nicht. Doch, das gibt es. Außerdem habe ich ihn hier kennengelernt, gestern. Und heute in Stockholm zufälligerweise wieder getroffen. Ich meine, es ist doch unglaublich, das ist... Natürlich, das ist Fügung. So wie im Film. Ach, du nimmst mich nicht ernst. Aber du wirst schon sehen, er wird dir gefallen, er ist super nett. Hallo? Hi. Ja, ich dich auch. Morgen früh... Ach, das ist ja so schade. Nein, ich kann nicht. Ich kann nicht noch einen Tag verlieren. Ich habe da einen Termin. Und dann muss ich zurück nach Stockholm. Ach, bitte, Paula, überleg's dir noch mal. Ich will dich sehen. Es ist doch eine Ewigkeit her. Ich weiß gar nicht mehr, wie du aussiehst. Okay? Vielleicht bis dann. Ist was passiert? Ist noch nicht mal 5. Ich weiß, aber ich habe das Gefühl, ich mache heute einen guten Fang. Da muss ich einfach früh raus. Guck mich nicht so an. Es ist alles in Ordnung. Es geht mir gut. Pass auf dich auf. Wenn man so drauf ist wie du, wird man leicht unvorsichtig. Und wenn schon,
Vorsichtig ist langweilig. Agneta, warte. Du, ich hab's ziemlich eilig. Ich weiß, keine Zeit für immer. Ja. Trotzdem, ich wollte dich fragen. Übernächstes Wochenende gibt's ein Konzert in Stockholm. Soul. Du weißt doch, diese tolle Band. Woher weißt du, dass ich auf Soul stehe? Gitta? Ich mag Soul auch. Komm, Magneta, lass uns hinfahren. Könnten davor essen gehen und danach ein bisschen bummeln. Es würde dir gut tun, mal rauszukommen. Du hast immer so viel Stress. Wieso willst du mich eigentlich nicht verstehen? Ich kann das einfach nicht. Ach, hör doch auf. Du kannst nicht mit einem Mann, der dich mag, in ein Popkonzert gehen? Wie lange soll das noch so gehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, hier. Du weißt, dass ich dich liebe. Vergiss das Hotel. Werd meine Frau und zieh mit Gitta zu mir auf den Hof. Du wirst das schönste Leben haben. Wieso willst du nicht? Das weißt du ganz genau, weil mein Leben gut so ist, wie es ist und weil es keinen Grund gibt, es zu ändern. Wir haben leider noch geschlossen. Unser Mittagstisch beginnt um 12. Frau Rondahl? Ja? Guten Tag, Niklassen mein Name. Ich würde gern kurz mit Ihnen reden. Ach, hallo, Herr Niklassen. Ich denke nicht, dass wir etwas zu besprechen haben. Meine Antwort ist nein. Leider kann ich das nicht so einfach gelten lassen. Das Grundstück, auf dem Ihr Hotel steht, ist zu wichtig für uns. Ohne es können wir nicht bauen. Wenn ich Ihnen also unser Angebot noch mal erläutern dürfte? Vielleicht können wir uns kurz setzen. Ich glaube, ich habe mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Ich will nicht mit Ihnen reden, Herr Niklassen, denn ich werde mein Hotel nicht verkaufen. Weder an Sie noch an irgendjemand sonst. Mama, ich habe nur 2+ in der Mathearbeit. Oh toll, das müssen wir feiern. In diesem Sinne. Frau Rondahl, bitte lassen Sie sich unser Angebot doch noch mal durch den Kopf gehen. Wir sind auch bereit, weiter über den Preis zu verhandeln. Ja, Agi, was gibt's denn? Dieser Niklassen ist gerade da gewesen. Ja, und? Du, der will das Angebot sogar erhöhen. Ja und, Agi, was soll das? Wir waren uns doch einig. Und wenn er nicht locker lässt? Wenn er sogar verdoppelt? Ich finde wirklich, wir sollten uns das nochmal überlegen. Wir sollten überhaupt gar nichts. Bitte hör auf. Der Typ, der soll gefälligst woanders bauen, nicht auf unserem Grundstück. Hör zu, der wird's dir uns doch die Zähne ausbeißen. Agi, ich muss weiterarbeiten. Hey. Du siehst aus, als hättest du Anglerglück gehabt. Sag so etwas niemals zu einem Fischer. Ich angle nicht, ich fische. Das ist ein Riesenunterschied. Aber in einem hast du recht. Ich habe heute wirklich einen guten Fang gemacht. Sag mal, was machst du hier eigentlich noch? Ich dachte, du wärst schon zurück auf dem Weg nach Stockholm. Ich muss wohl über Nacht bleiben. Mein Termin war ein bisschen schwierig. Über Nacht. Aha. Na, so ein Pech. Finde ich gar nicht. Ich bin sogar ganz froh, dass es nicht auf Anhieb geklappt hat. Hast du heute Abend Zeit für mich? Und dir hat mein Omelett wirklich geschmeckt? Sei ehrlich, Paula. Du steigerst dich von Mittwoch zu Mittwoch. Du bist schon fast so ein guter Koch wie Nils. Bald kannst du ihm in der Küche helfen. Will ich aber gar nicht.
Ich werde Bauer. Was? Ich dachte, du willst Kapitän werden wie Paula. Bauer ist toll. Gunnar wird mir alles beibringen. Er hat gesagt, ich habe Talent. Und Talente soll man nicht vergeuden. Hast du wahrscheinlich auch, aber auch für viele andere Sachen. Gunnar sieht es ein bisschen zu einseitig. Was hast du denn eigentlich gegen Gunnar? Er ist doch so nett. Och, geht doch nicht schon wieder. Ich habe echt keine Lust, mit dir ständig mein Leben zu diskutieren. Und was dein Leben angeht, mein Schatz, du hast so viele Talente. Wir werden einfach sehen, was daraus wird, hm? Du wirst schon sehen. Alles wird gut. Sagt Paula immer. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, mein Herz. Gute Nacht, Paula. Gute Nacht, du kleiner Bauer. Und danke fürs Essen. Ja. Gute Nacht. Was für ein schöner Abend. Nochmal zu diesem Angebot, Paula. Ich finde, wir sollten mit Niklassen nochmal... Sollten wir nicht? Lass uns lieber überlegen, ob wir nicht wirklich vergrößern. So ganz exklusiv. Das kannst du auch gleich vergessen. Ich habe mich selbst nochmal umgehört. Die anderen rechts und links haben auch schon verkauft. Ich meine, so viel wie Niklassen bietet, wäre es auch regelrecht blöd, es nicht zu tun. Das gibt's doch überhaupt gar nicht. Hallo, was ist denn plötzlich los mit dir? Man könnte ja meinen, du willst unbedingt abhauen. Hör zu, mir ist das nicht geheuer in der Stimmung, in der du gerade bist. Hä? Was denn für eine Stimmung? Ach, Agneta, komm, mir machst du doch nichts vor. Du willst nicht weg von hier, du willst weg von Gunnar. Und da kommt dir dieser Niklasson als Ausrede gerade recht. Ich weiß gar nicht, was du willst. Mir geht's gut. Es geht aber nicht nur um dich. Es geht auch um Gunnar. Er macht sich Hoffnungen. Er denkt, du wirst dich irgendwann für ihn entscheiden. Agneta, das ist nicht fair. Das kann sein. Das ist wirklich nicht fair. Hey! Hey! Gibt's schon Sterne zu sehen? Noch nicht. Aber ich habe dir welche bestellt. Moment, nicht so schnell. Heute bin ich nur zum Sterne gucken hier. Und morgen? Oder übermorgen? Sehen wir, was mit uns geschieht. Agneta! Na sowas. Warte, ich wasche mir schnell die Hände. Bin gleich wieder da. Ich muss dir was sagen, Gunnar. Ja? Ich habe über uns nachgedacht. Und ich weiß, es hat keinen Sinn. Du musst das endlich akzeptieren. Ich will nicht, dass du dir Hoffnung machst. Aber... Ich meine das ernst. Es ist sinnlos. Ich will nicht, dass wir uns wiedersehen und Gitta wird auch nicht mehr hierher kommen. Es geht einfach nicht. Du musst es einsehen, Gunnar. Es geht nicht. Du sagst immer, es geht nicht. Dabei versuchst du es nicht einmal. Und warum? Nur wegen dieses Reinfalls mit Erik? Verdammt nochmal, Agneta. Ich bin nicht Erik. Ich
verstehe einfach nicht, warum du nicht deinen ganzen Mut zusammennimmst und uns wenigstens eine Chance gibst. Und wenn es dann nicht funktioniert? Nee. Auch wenn du es nicht verstehst, es geht nicht. Schade, dass es schon vorbei ist. Ich würde am liebsten gleich wieder lossegeln. Die Arbeit ruft. Ja? Nils, grüß dich. Ich bin schon unterwegs. Die Bank? Aha. Haben die gesagt, was sie wollen? Mhm. Na gut, ich fahr gleich mal vorbei. Danke, bis später. Ich verstehe nicht. Was soll das jetzt heißen? Das heißt, dass Ihr gesamtes Darlehen in einem Monat fällig wird. Tut mir leid, Frau Rundahl. Aber das können Sie doch gar nicht machen. Ich meine, mein Kredit hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Davon sind nicht einmal 2 Jahre vorbei. Vorausgesetzt, Sie zahlen die Zinsen pünktlich, ja. Ich war vielleicht 1-2 Mal im Rückstand und habe alles wieder aufgeholt. Es waren 4 Mal. Hören Sie, wenn Sie mich zwingen, jetzt alles auf einmal zurückzuzahlen, dann kann ich mein Hotel dicht machen. Es tut mir leid, Frau Rundahl, aber ich bin auch nur ein kleiner Filialleiter. Die Entscheidungen werden anderswo getroffen. Na, wo denn? In unserer Zentrale in Stockholm. Ich kann da wirklich nichts machen. So gern ich es auch persönlich wollte. Ich meine, ich bin schließlich oft genug Gast in Ihrem Hotel gewesen. Das hilft mir jetzt auch nichts mehr. Magst du reden? Ach, was soll ich reden? Bin am Ende. Die Bank will den Kredit innerhalb von einem Monat komplett zurück. Das ist absolut unmöglich. Die wollen den Kredit zurück? Aber das können sie doch nicht einfach so. Eine Bank kann alles. Ja? Guten Tag, hier spricht Sven Wiegand. Ich wollte nur wissen, wie es in Holmsund gelaufen ist. Sie hätten mir sagen sollen, dass diese Frau Rondal ein Hotel betreibt. Und wie es aussieht, ganz erfolgreich. Ist kein Wunder, dass sie sich nicht davon trennen will. Nun ja, so erfolgreich nun auch wieder nicht. Was wollen Sie damit sagen? Nichts. Wie auch immer, ich werde noch mal mit ihr reden. Aber erst will ich ihr noch ein bisschen Zeit lassen, um über die Sache nachzudenken. Aber nicht zu viel Zeit, bitte. Ihre Mutter will mit dem Bau baldmöglichst beginnen. Ja, natürlich. Und was meine Mutter will, das findet auch statt. Agneta? Hey, Süße. Ist Agneta nicht da? Im Hotel haben sie gesagt, sie sei nach Hause gegangen. Sie hat mir verboten, zu Gunnar zu gehen. Was? Ach, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Hey, das hat sie bestimmt nicht so gemeint. Sie hat gesagt, wenn ich da noch mal hingehe, dann gibt es Ärger. Und wo sie hingehen wollte, hat sie gar nicht gesagt? Ist mir auch egal. Wie sag ich immer? Alles wird gut, darauf kannst du dich verlassen. Hey. Und?
Was ist passiert? Ach. Die Bank hat den Kredit gekündigt. Ah, Paula, mir hängt das so zum Hals raus. Immer dieses Damoklesschwert über uns. Schaffen wir es nächsten Monat, schaffen wir es nicht? Ah. Vielleicht kommt ja diese Kündigung. Vielleicht kommt die ja gerade zur rechten Zeit. Und warum? Na, denk doch mal nach. Wenn wir das Angebot von diesem Niklassen annehmen, dann können wir den Kredit locker zurückzahlen und es bleibt uns noch richtig Geld, um uns was Neues aufzubauen. Und was? Und wo? Meine Güte, Agi, du lebst doch hier. Das Hotel ist dein Leben. Gitta geht hier zur Schule. Ach, Gitta kann überall zur Schule gehen. Du, und vielleicht muss man sich von seinen Träumen trennen, wenn es zu schwierig ist. Nein. Zuerst muss man kämpfen. Wenn du willst, rede ich mit der Bank. Und mit diesem Niklasson. Der soll uns gefälligst in Ruhe lassen. Und du denkst, sowas wirkt auf Direktor Lang? Probieren kann man es ja mal. Das waren die absolut schönsten Blumen im ganzen Laden. Da konnte ich nicht widerstehen. Wie schön. Danke. Herrlich. Hier. Entschuldige, aber ich kann sie nicht mit in die Bank nehmen. Die würden denken, die sind für Sie. Gott sei Dank, ich dachte schon, du willst sie nicht. Ich wollte sie eh auf dein Boot legen, als kleine Überraschung. Soll ich? Ja. Du kannst auch unten auf mich warten. Ich bin gleich wieder zurück. Das geht leider nicht. Ich habe noch einen Termin. Oh. Hey. Ich muss jetzt los. Ja, ich auch. So einen guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ah, Frau Otterdahl, Sie wollen canceln, das ist ja schade. Ja, gut, ich werde es notieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Wiederhören. Hallo. Herr Niklassen, ich habe Ihnen doch schon gesagt, ich verkaufe nicht. 24, bitte. Dankeschön. Bitte gehen Sie, lassen Sie uns in Ruhe. Ich kann verstehen, dass Sie dieses wunderschöne Hotel nicht aufgeben wollen, aber... Sagen Sie mal, stecken Sie vielleicht hinter dieser Kündigung unseres Kredites? Bitte? Na, könnte doch sein. Niklassen ist eine einflussreiche Firma. Sie haben sicher Kontakt zur Zentrale in Stockholm. Und wenn Niklassen will, dass uns der Kredit hier gestrichen wird... Sie haben wirklich eine rege Fantasie, das muss ich schon sagen. Nein. Nein, zu solchen Methoden greife ich nicht. Vielleicht hat Paula ja Glück in der Bank. Stimmt, ja. Warten Sie, Paula. Sie müssen das verstehen. Mir sind da die Hände gebunden. Ich verstehe überhaupt gar nichts. Du hast die Agneta und mich ruinieren wollen. Hat nicht geklappt, oder? So ein Idiot! Was sollen wir denn jetzt machen? Keine Ahnung, ich muss erst mal Luft schnappen. Hey, Agneta, mir fällt schon was ein. Lass den Kopf nicht hängen. Hey, Hannes. Hey. Paula, was ist los? Keine Ahnung, ich muss nachdenken.
Jakob! Hey! Bist du wieder hier jetzt? Mal sehen, wie geht's? Toll, gut, ja? Man sieht sich, ja. Lass dich bitte nicht so hängen. Was soll ich denn sonst tun? Hi. Das Mädchen in meinem Fang hat mir gesagt, dass ich dich hier finde. Was willst du denn hier? Reden? Ich werde nicht akzeptieren, was du gesagt hast. Ich will nichts mehr hören! Könnt ihr mich nicht endlich alle in Ruhe lassen? Es geht dir eben nicht gut. Kannst du mir verraten, was hier los ist? Ja, sie haben Schwierigkeiten mit der Bank. Die wollen plötzlich den kompletten Kredit zurück. Sie hat einfach Angst, dass sie alles verliert. Wieso hat sie mir nichts davon erzählt? So ist sie eben. Will alles alleine schaffen. Das müsstest du doch am besten wissen. Sorgen gemacht. Hannes meinte, du wärst ziemlich durch den Wind. Hast du Zeit? Ich brauche jemanden zum Reden. Ja, komm. Bis dann, Hannes. Bis dann. Sag mir, was dich bedrückt. Wer macht dir solchen Kummer? Ich gehe hin und verprügel ihn. Du bist süß. Aber ich glaube, damit ist mir auch nicht geholfen. Oder hast du dich schon mal mit der Bank geprügelt? Du hast Ärger mit der Bank? Mhm. Ach komm schon, sowas lässt sich doch regeln. Ich dachte schon, es ist was Ernstes. Es ist was Ernstes. Entschuldige, ich... Es ist Nils, der Koch meiner Schwester. Hallo Nils? Paula, du musst sofort kommen. Schnell! Was ist denn los? Nils? Er hat aufgelegt. Ich muss sofort los. Soll ich mitkommen? Nicht nötig. Ich melde mich. Bis später. Bis später. Paula! Ist alles okay mit euch? Was ist denn passiert? Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Also, plötzlich gab es eine riesen Stichflamme und der neue Herd hat gebrannt. Die Feuerwehr sagt, die Leitung sei defekt gewesen. Ich habe sofort angefangen zu löschen. Gott sei Dank warst du da. Ich verstehe das nicht. Bei der Renovierung sind auch alle Leitungen neu eingezogen worden. Wie kann denn da defekt sein? Ich verstehe es auch nicht. Schlechtes Material, schlechte Isolierung. Kann schon mal sowas vorkommen. Ich würde sagen, Sie müssen sämtliche elektrische Leitungen erneuern lassen. Oh. Wird schon was kosten. Oh, hört denn das nie auf? Alles geht plötzlich schief. Jetzt hör mal auf, solche Sachen passieren halt. Du hast doch gehört, das sind wieder neue Kosten. Woher sollen wir das denn nehmen? Du, ich habe das Gefühl, irgendjemand will, dass ich hier weggehe. Was willst du denn damit sagen? Dass es kein Unfall, sondern Brandstiftung war? Nein, das habe ich nicht gemeint. Aber vielleicht hast du recht. Niklas, dann liegt sehr viel daran, dich loszuwerden. Quatsch, das sind doch keine Verbrecher. Na, das vielleicht nicht. Aber knallhart sind die schon. Ich sag dir was, Paula, mir reicht's. Ich geb auf. Ihre Mutter hat ausdrücklich darum gebeten, nicht gestört zu werden. Ist mir egal, ich muss mit ihr reden. Sven, wir leben im 21. Jahrhundert. Da wird es doch wohl möglich sein, eine Person im australischen Busch an den Hörer zu bekommen. Ich tue, was ich kann. Darf ich fragen, was so wichtig ist? Es geht um Holmsund. Wir müssen uns eine Alternative überlegen. Eine Alternative? Ja.
Das ist völlig unmöglich. Wissen Sie, wie viel Geld wir in dieses Projekt schon hineingesteckt haben? Pläne, Architekten, Kauf der Grundstücke? Matthias, Ihre Mutter rechnet fest damit, dass Sie das hinkriegen. Da irrt sie sich. Agneta Ronda wird niemals verkaufen. Sind Sie sicher, dass Sie schon alles versucht haben? Sven, was soll das? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, jemanden unter Druck zu setzen. Man könnte zum Beispiel... Sehen Sie? Genau das ist der Grund, warum ich nicht mehr in dieser Firma bin. Ich werde keinen Druck ausüben. Auf niemanden. Das tut mir sehr leid. Für Ihre Mutter. Sie hat große Pläne. Entweder Sie kriegen irgendwie eine Verbindung zu ihr, oder ich werde hier Entscheidungen treffen ohne Sie. Ich hoffe, es hat Ihnen bei uns gefallen. Es war wunderbar. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Komm, Ines. Frau Rondal. Herr Niklassen, gut, dass Sie kommen. Ich wollte Sie heute noch anrufen. Ich habe mir über die ganze Sache noch mal Gedanken gemacht. Sie müssen nichts mehr sagen. Ich verkaufe. Aber darum geht es mir nicht mehr. Meine Firma hat beschlossen... Ich habe mich entschieden. Freuen Sie sich. Läuft doch alles nach Ihren Wünschen. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ein Termin. Mit deinem Verliebten? Mhm. Du, ich muss jetzt los. Ist er nett? Ja, sehr nett. Wann zeigst du ihn uns? Bald. Ich könnte ja mitkommen und ihn mir ansehen. Das könntest du nicht tun. Aber mach dir keine Sorgen, er ist wirklich sehr nett. Na, das will ich doch hoffen. Ich mag nämlich keine doofen Männer im Haus. Ich auch nicht. Darauf kannst du dich verlassen. Dich zu sehen. Bei mir geht im Augenblick alles drunter und drüber. Wenn du nicht wärst, würde ich glauben, es hat sich alles gegen uns verschworen. Uns? Ja. Gegen meine Schwester und mich. Mama? Gitta, komm mal her, ich muss dir was sagen. Mama, weißt du, in wen Paula verliebt ist? In den Mann, der dir das Angebot gemacht hat. In Niklassen? Das kann nicht sein. Woher willst du das überhaupt wissen? Ich habe ihn doch gestern gesehen. Und mit diesem Mann trifft sich Paula gerade am Hafen. Bist du dir da ganz sicher? Vielleicht schaut Paulas Freund ja nur so ähnlich aus. Mama, ich bin kein Baby mehr. Ich habe ihn gesehen und Paula hat ihn geküsst. Weißt du, dass du im Augenblick der einzige Lichtblick in meinem Leben bist? Die Sache mit dem Hotel nimmt langsam schreckliche Ausmaße an. Mit welchem Hotel? Habe ich dir das gar nicht erzählt? Das Holmsund im Hafen. Agneta und ich haben es geerbt. Es gehört seit Generationen unserer Familie. Und plötzlich will uns die Bank ruinieren. Was für mich die Lotta ist, das ist für Agneta das Hotel. Ich verstehe das nicht. Ich wusste nicht, dass du mit dem Hotel was zu tun hast. Und dann ist da noch diese Firma, die sie vertreiben will. Wegen irgendeiner blöden Konzernzentrale. Paula, ich muss dir unbedingt was sagen. Ich... Warte. Es ist meine Schwester. Agneta, was ist? Paula, weißt du, wen du da gerade küsst? Was soll das, Agneta? Spinnst du? Frag ihn mal nach seinem Namen. Agi, geht's dir nicht gut? Hast du irgendwas? Ich... Er heißt Niklassen. Matthias Niklassen. Paula, ich muss dir was erklären. Agneta sagt, dass du Niklasson heißt. Ja. Sag, dass das nicht wahr ist.
bitte sag, dass ich nicht die ganze Zeit in einen Mann verliebt. Es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass sie deine Schwester ist und dass es euer Hotel ist. Du bist das. Du bist das, der uns ruinieren will? Deswegen hast du dich an mich rangemacht. Nein, das ist nicht wahr. Ich habe dich vorher kennengelernt. Außerdem wusste ich nicht, dass meine Mutter vorhat, hier in Holmsund. Paula, bitte. Ich bin doch selber ganz geschockt. Du musst mir glauben. Du musst. Ich muss gar nichts. Nur eins. Weg von dir! Paula, bitte! Paula! Paula! Ich habe nicht gewusst, wer er ist. Das kannst du mir glauben. Wenn ich gewusst hätte, wer er ist, dann hätte ich mich doch niemals in ihn verliebt. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Kenne ich so gut. Bin so blöd. Wie kann ich nur? Aber vielleicht ist es nur ein blöder Zufall. Vielleicht hat er wirklich nicht gewusst, wer du bist. Wäre möglich. Wie konnte ich nur so gutgläubig sein? Er wollte über mich ans Hotel, das ist doch sonnenklar. Sven, haben Sie meine Mutter gefunden? Tut mir leid, ich habe es den ganzen Tag versucht. Ich habe sogar mit dem Reiseveranstalter und der australischen Polizei gesprochen, aber die konnten mir auch nicht weiterhelfen. Okay, dann eben nicht. Dann ziehe ich die Sache alleine durch. Was soll das denn heißen? Das Bauvorhaben in Holmsund wird gestoppt. Also bitte, rufen Sie den Architekten an. Ach, Moment noch. Vorher sagen Sie mir, ob wir irgendetwas damit zu tun haben, dass Agneta Rondal der Kredit gekündigt wurde. Also, wer hat das veranlasst? Sie? Meine Mutter? Ihre Mutter doch nicht. Nein. Ich hatte mir überlegt, dass Frau Rondal für die Renovierung ja einen ganzen Batzen Geld braucht. Und es sah nicht so aus, als ob sie das von Hause aus gehabt hätte. Und musste ich nur eins und eins zusammenzählen. Und ein wenig die Verbindung zu unserer Bank spielen lassen. Womit haben Sie der Bank gedroht, Sven? Hören Sie, Matthias. Diese neue Konzernzentrale in Holmsund ist das Lieblingsprojekt Ihrer Mutter. Ich fragte, womit? Dass wir unsere Geschäfte in Zukunft mit anderen Banken abwickeln? Das war doch nur eine Vorsichtsmaßnahme. Falls Sie in Holmsund keinen Erfolg gehabt hätten. Ach. Sie sind also davon ausgegangen, dass ich scheitern werde? Ich hatte das Hotel gesehen und Frau Rondal und ihre Tochter. Lauter nette Menschen. Ich nahm an, dass Sie es nicht über sich bringen würden, die Rondals zu vertreiben. Ja. Da haben Sie das Richtige angenommen. Ich bin eben nicht so... Ach, was wollen Sie denn jetzt sagen? Herzlos? Ja. Hier geht's nicht ums Herz, hier geht's ums Geschäft. Bei Ihnen mag das wohl so sein. Paula? Paula, wir müssen reden. Du kannst doch nicht ernsthaft annehmen, dass ich dir und deiner Schwester schaden wollte. Ruf mich bloß nie wieder an. Wer war das? Niemand. Ich muss schon sagen, ist ganz schön hartnäckig, dieser Niemand. Der Firma Niklasson geht es ja auch schließlich um was. Und wenn es ihm um dich geht? Ich will nicht mehr drüber reden. Hey, Gunnar, komm rein. Hi. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich muss mit euch reden. Agneta, ich habe gehört, was passiert ist. Ich weiß, dass ihr daran denkt, euer Hotel aufzugeben. Ich nicht. Agneta, der Feigling. Ich wollte euch einen Vorschlag machen. Und der wäre? Ihr wisst, dass ich dieses Jahr vorhatte, meinen Hof zu erweitern. Ich wollte von Hendriksen die Stallungen dazu kaufen und meinen Milchkuhbestand erweitern. Das Geld dafür habe ich zusammen. Ich werde es euch für euer Hotel leihen.
Das Geld für deinen Hof? Wieso solltest du das tun? Ihr braucht das Geld dringender als ich. Meine Erweiterungspläne kann ich ruhig um 1-2 Jahre verschieben. Das ist sehr nett von dir, Gunnar, aber das können wir leider nicht annehmen. Natürlich könnt ihr das. Agneta, du brauchst keine Angst zu haben, dass ich dich damit irgendwie kaufen will oder sowas ähnliches. Ich will euch wirklich nur helfen. Als Freund. Gunnar, ich bin wirklich sprachlos über deine Großzügigkeit. Vielen Dank. Aber Agneta hat recht, wir können dein Angebot nicht annehmen. Mach dir keine Sorgen, wir schaffen das auch allein. Das hoffe ich. Und falls nicht, ich bin da. Ich helfe euch gerne. Dann gehe ich mal wieder. Bis dann. Bis dann, Gunnar. Er liebt dich. Du bist sowas von bescheuert. Weißt du das eigentlich? Weißt du eigentlich, dass du gerade die Chance deines Lebens vertust? Paula, glaubst du wirklich, ich könnte jetzt so tun, als wäre zwischen uns nie was gewesen? Da irrst du dich. Ich werde alles dran setzen, dieses blöde Missverständnis zwischen uns aufzuklären. Ich dachte, es sei mein Kummerfelsen. Ich habe ihn mal kurz ausgeliehen. Ich werde die Lotta verkaufen. Was? Wieso das denn? Du kannst doch die Lotta, dein Traum... Lass uns nicht mehr drüber reden. Ich habe mich entschieden. Ich habe nicht gewusst, dass dir unser Hotel so wichtig ist. Das ist es dir doch auch. Und wenn du nicht so viel Angst hättest, dann würdest du einfach die Hilfe des Mannes annehmen, der dich liebt. Aber das kannst du wohl wirklich nicht. Was ist mit Matthias? Liebst du ihn? Den Niklas auch nicht. Aber den Matthias vom Boot oder den aus Stockholm. In den habe ich mich richtig verliebt. Er war so offen und warmherzig. Ich hätte niemals gedacht, dass er lügt. Aber vielleicht ist es ja wahr. Vielleicht hat er wirklich nicht gewusst, dass du meine Schwester bist. So ein Quatsch. Natürlich hat er das gewusst. Wahrscheinlich hat er sich innerlich kaputt gelacht über uns und unsere kleinen Sorgen. Und warum versucht er dann dauernd, dich zu sprechen, wenn er so ein Idiot ist? Und wenn er nicht auch in dich verliebt wäre? Hör auf, das Kapitel ist für mich abgeschlossen. Ist schon komisch, wenn man so sieht, mit welcher Leidenschaft du um dieses alte Hotel kämpfst und um deine große Liebe. Um die willst du gar nicht kämpfen? Ja, Herr Orgelund, gehen Sie mal von ungefähr 15.000 Quadratmetern aus. Für unsere Firmenzentrale. Das Grundstück muss unbedingt am Wasser liegen, voll erschlossen sein und nicht so weit von Stockholm entfernt. Das wär's fürs Erste. Ich höre dann von Ihnen. Prima. Vielen Dank. Auf Wiederhören.
Agneta! Hast du das ernst gemeint, dass du uns das Geld leihen willst? Ja. Wieso willst du das tun? Vielleicht, weil ich begriffen habe, wie wichtig das Hotel für dich ist. Vielleicht, weil es zu dir gehört. Wenn ich mir Holmsund ohne das Hotel und ohne dich einfach nicht vorstellen kann. Und wenn ich, wenn wir das Angebot annehmen... Musst du keine Angst haben. Ich werde es nicht gegen dich benutzen. Im Ernst, Agneta. Es wird dich zu nichts verpflichten. Also gut. Wenn du mir das Geld immer noch leihen willst, dann nehme ich dein Angebot an. Aber mit Vertrag und Zinsen und allem drum und dran, ja? Okay. Dann freue ich mich, dass es mir gestattest, dir zu helfen. Ich werde nicht zulassen, dass so ein blödes Missverständnis mein ganzes Leben zerstört. Dein ganzes Leben? Und was ist mit meinem? Du bist mir eine Erklärung schuldig. Ich werde dir alles erklären. Aber zuerst, Paula, ich liebe dich. Und ich werde dich nie wieder gehen lassen. Wie wird es jetzt weitergehen? Erstmal werde ich einen neuen Platz für die Zentrale suchen. Und dann werde ich die ein oder andere Veränderung in der Firma vornehmen. Soll das heißen, du bleibst? Ich dachte, du magst die Arbeit in der Firma nicht. Das dachte ich auch. Aber irgendwie hat sich was verändert. Ich habe mich verändert. Jedenfalls habe ich keine Lust mehr, um die Welt zu fahren. Das würde ich gar nicht aushalten. Und was ist mit deinen Schiffen? Ich bin sicher, Silke wird es hervorragend managen. Und deine Mutter? Sie wollte mich immer in der Firma. Jetzt wird sie sich mit mir auseinandersetzen müssen. Na, gefallen die dir? Ja, die sind schön. Ich dachte, Rosa müsste gut aussehen. Soll das heißen, du bleibst? Das ist mein Hotel. Kann ich doch nicht einfach so im Stich lassen. Super, Agneta, großartig. Pass auf, jetzt geht's richtig los. Hey, ihr zwei! Aki, was ist denn hier los? Na, was wohl, ich bleibe.
Und ich werde nicht zulassen, dass du deinen Traum aufgeben musst. Stell dir vor, ich habe Gunnars Angebot angenommen. Und Iris lehne ich hiermit endgültig ab. Was? Ich habe unser Angebot doch schon längst zurückgezogen. Niklasen wird sich einen anderen Platz suchen. Oh, ich bin ja so froh. Ich kann euch gar nicht sagen, wie. Jetzt kann ja eigentlich alles so bleiben, wie es ist. Bist du sicher? Alles? Naja, schon. Wie lange möchtest du eigentlich noch so blöd sein? Den ersten Schritt hast du doch schon gemacht. Hm? Du hast ja recht. Ich glaube, ich muss noch mal los. Ich habe noch was Wichtiges zu tun. Liebst du mich wirklich? Ich hab so ein bisschen wackelige Knie. Könntest du mich festhalten? Und lässt mich nie mehr los. Nie mehr. So ein Fisch kriegt doch nur einer hin. Mein Koch. Ja, oh. Den habe ich gefangen. Ah. Ich kann gar nicht glauben, dass jetzt alles gut ist. Da werde ich auch bald wieder sein. Ich bin nur gekommen, meine Sachen zu packen. Und endlich das zu tun, was ich will. Mit dem Mann, den ich liebe. Ich verstehe nicht ganz. Matthias, darf ich dir schon vorstellen? Hallo, Matthias. Ich habe ihn auf dem Flug nach Sydney getroffen. Und seitdem ist er nicht mehr von meiner Seite gewichen. Mutter, das ist Paula. Paula, hey. Meine Mutter. Hey, freut mich. Hallo, Paula. Hey, John. Ich muss schon sagen, das ist... Eine Überraschung, nicht wahr? Ja. Nicht nur du bist für Überraschungen gut, mein Junge. Ich wusste immer, dass du ein Herz für unsere Firma hast. Ich bin sicher, sie ist bei dir in guten Händen. Ja. Und das nächste Kälbchen, was geboren wird, nennen wir Henrike, weil sie an dem ganzen Schlamassel schuld war.